So, die erste Einrichtung war problemlos, wie schon gewohnt von Windows 8 eigentlich. Das Synchronisieren hat in ein paar Minuten war das erledigt und hat problemlos funktioniert. Man merkt schon gleich auf den ersten Blick, dass das Display um einiges brillanter und besser ist. Ich möchte auch speziell in diesem Video einen Vergleich zu meinem alten zum Gerät, zu meinem alten Tablet, zum Samsung Active Pro PC 7 unternehmen. Jedoch sieht man hier schon einmal, wie schön und schnell das Surface reagiert. Ich habe hier die Core i5-Version mit den 4 GB und 128 GB Speicher, also Festplatte. Ja, von den Specs ist nicht viel zu sagen, da haben viele andere Leute schon drüber geredet. Ich möchte eigentlich nur kurz auf zwei Dinge hinweisen. Der Stift ist wirklich sehr, sehr wertig, liegt sehr wertig in der Hand. Ich werde es natürlich gleich dann auch mit OneNote ausprobieren, ob das Ganze auch im Alltagsgebrauch funktioniert, dann vielleicht zu einem späteren Video. Was ganz interessant ist, ist eben, dass der Windows-Button auf der rechten Seite ist. Bin schon gespannt, wie das beim Schreiben dann ist, wenn man vielleicht versehentlich mit der Faust oder mit dem Handballen dann ankommt. Aber was ich kurz zeigen möchte, er hat ein riesengroßes Display mit dem Verhältnis 4 zu 3, größere Pixelauflösung. Und wenn man das vielleicht an einer Webseite kurz vergleicht mit meinem alten Tablet, dann sieht man, dass ein Stückchen mehr dargestellt wird, aber nicht wirklich. Das heißt, die Seite ist einfach besser angepasst. Das Pinch to Zoom funktioniert absolut traumhaft und sehr, sehr schnell. Man sieht, wie schnell das reagiert. Vielleicht noch ganz allgemein ein Vergleich der beiden Geräte. Die beiden Geräte sind ja sehr, sehr dünn. Ich zeige vielleicht hier das Samsung Active hier gleich einmal im Profil. Also das war nur mal ein paar Millimeter dick mit schätzungsweise 9 oder 11 mm. Und hier kann das Surface 3 locker mithalten. Das kann das sogar unterbieten. Kommt mir vor, von dem Design und von der Wertigkeit finde ich das Surface viel, viel hochwertiger. Es ist diese Magnesiumlegierung, die das Ganze sehr, sehr hochwertiger aussehen lässt und auch wirklich toll zum Angreifen. Bei meinem Samsung Active ist das Ganze eben mehr mit Plastik auf der Rückseite und auch die abgerundeten Ecken haben jetzt vom Design schon ein bisschen den Reiz verloren. Was bleibt noch zum Surface 3 zu sagen? Was mir besonders gefällt, ist vielleicht eben dieser Kickstand, der es jetzt in den verschiedensten Stellungen einstellen lässt. Also genau das ist das, auf was ich eigentlich gewartet habe. Bin schon gespannt, wie das dann im täglichen Arbeitsgebrauch dann funktionieren wird. Aber man merkt schon, das hält in wirklich jeder Position sehr, sehr stabil. Also ich kann da gut, ganz gut drauf schreiben. Ein weiterer Vergleich, der nicht sichtbar ist, aber hörbar, ist der Lüfter. Also wenn man da zum Beispiel das Samsung Active hernimmt, das hat diese Lüfterschlitze hier oben und man kann es jetzt schwer sehen, aber man kann es auch vielleicht hören. Dieser Lüfter läuft eigentlich bei normalem Betrieb sehr, sehr oft an, ist nicht wirklich laut, aber man hört das Gerät doch sehr deutlich, wohingegen das Surface 3 auch mit Lüfter ausgestattet ist. Wir haben hier einen Core i7 Prozessor und die Lüfterschlitze sind rundherum um dieses Gerät, aber hier hört man echt absolut keinen Lüfter. Also ich könnte nicht sagen, ob der gerade an ist oder nicht an ist. Das Gerät wird auch überhaupt nicht warm. Schauen wir, wie das Ganze dann im Volltest ausschaut, im Belastungstest und wie das Ganze im Alltagstest dann sich schlägt. Okay, ich habe nur ganz kurz auch OneNote gestartet, die OneNote-App, also nicht die Desktop-Version, die ich kurz nur mit dem Stift ausprobieren möchte, der wie gesagt sehr, sehr wertig in der Hand liegt und man sieht schon, das ist wirklich ohne Verzögerung, geht hier der Stift ganz prima zum Schreiben. Es ist ja kein Problem, hier mit Drucksensitivität zu arbeiten, angeblich mehrere hundert Druckstufen. Also es ist überhaupt kein Problem, hier mit diesem Stift produktiv zu arbeiten. Auch in der OneNote-App funktioniert das Pinch to Zoom jedoch nicht. Es sind hier verschiedene Buttons oben, wie ein Löschbutton, also mit dem man dann das Ganze löschen kann, beziehungsweise der Rechtsklick. Also diese zwei verschiedenen Knöpfe sind auf dem Stift vorgesehen. Die Rückseite, so wie ich es gewohnt bin, von den Wacom Digitizern ist nicht als Radierer gedacht, sondern für etwas anderes. Und das ist sicher ein tolles Feature, das auch in der Werbung immer sehr stark
beworben wird. Und zwar kann man das Surface Pro aus dem Schlaf, aus dem Sleep-Modus mit dem Stift mit einem Klick aufwecken. Man kommt sofort in die OneNote-App und kann dann sofort in OneNote seine Skizzen, seine Notizen machen und dann einfach mit einem Mausklick sofort entsperren. Also das ist wirklich ein sehr, sehr nettes und tolles Feature, das diesen Stift eigentlich zu mehr als einem Stift macht, sondern man kann damit das Surface toll bedienen. Vielleicht noch als Ergänzung zur Stifteingabe. Man sieht sehr gut, wie dieser Digitizer funktioniert und man sieht auch, dass Entrick hier etwas Wacom unterlegen ist beim Mausober. Also der Punkt, der vielleicht hier im Video schlecht zum Erkennen ist, braucht etwas, um dem Stift zu folgen. Das ist aber eigentlich kein Problem, weil sobald man den Stift aufsetzt und schreibt, ist dieses zeitliche Problem überhaupt keines mehr. Also es ist absolut präzise mit dem Stift zu schreiben und man hat wirklich das Gefühl aus der Spitze, die übrigens sehr, sehr weich ist, also da ist ein sehr schöner Nipp, wie man das so nennt, drauf. Da rinnt förmlich die Tinte raus, die digitale Tinte. Also da hat man wirklich das Gefühl, man schreibt auf Papier. Und mein viertes Tablet ist jetzt das Surface Pro, bietet zum ersten Mal wirklich ein absolut perfektes Schreibgefühl, das natürlich auch, wie man das am Rand hier sehen kann, auch am Rand noch sehr, sehr präzise und gut arbeitet. Also hier gibt es überhaupt keine Probleme. Das ist eben so ein Kriterium bei der Stifteingabe. Nur eine kleine Bemerkung, aber das dürfte schon fast bekannt sein. Microsoft stattet die Tablets auch mit einer vorinstallierten Version von Microsoft Office aus. Das ist keine Testversion oder sonst eine andere Gratis-Version. Es ist im Endeffekt Office schon vorinstalliert und man kann das mit einem gültigen Key jetzt sofort aktivieren. Das heißt, wenn man zum Beispiel wie wir oder wie ich in der Schule Office 365 verwende, ist es hier überhaupt kein Problem, sofort loszulegen. Okay, das Ganze soll einmal der erste Teil gewesen sein. Ich werde natürlich noch einiges an Hands-on und Erfahrungsberichten machen in Zukunft. Also vorbeischauen lohnt sich immer. Und ich habe hier die englische Version. Ich werde mal schauen, dass wir das Ganze natürlich jetzt gleich auf Deutsch einbringen. Das Surface wird ja eigentlich erst Ende August in Österreich erhältlich sein. Also ich bin jetzt 2 Monate vor Marktstart in Österreich hier einer mit diesem Surface Pro 3. Ich werde natürlich einiges an Tests hier durchführen und vielleicht, wenn es Fragen gibt, einfach in den Kommentaren reinschreiben. Dann kann man ja einen speziellen Test einmal machen. Soweit, so gut. Aus meiner Sicht Surface Rocks und ich freue mich schon auf das Arbeiten mit diesem perfekten Gerät.